Willkommen zurück zu einer neuen Folge meines GVG-Tutorials. Dies ist die Folge 8 und dieses Mal soll es um Belagerungsarmeen gehen. Zuallererst möchte ich nochmal kurz auffrischen, was ich in der letzten Folge besprochen habe. Und zwar hatte ich ja dort im zweiten Teil besprochen, wie im Prinzip offensive Angriffe stattfinden. Also quasi das Stellen von Belagerungsarmeen und das Angreifen dieser Sektoren. Ich bin auf das Stellen der Belagerungsarmeen nicht im Detail eingegangen, aber das soll heute der Fall sein. Was ich aber angesprochen habe, ist, wo man Belagerungsarmeen stellen kann. Und da das auch relevant ist für die heutige Folge, möchte ich das nochmal kurz auf diesem Bild hier erläutern, wo ich auch wieder drin rummalen werde. Das gleiche Bild habe ich auch beim letzten Mal schon verwendet. Wer das im Detail hören will oder sich anschauen will, dort stelle ich noch einige andere Optionen vor, wie man wo angreifen kann. Ihr seht hier folgende Ausgangslage. Das ist unsere Karte in der Jahrhundertwende und wir sind hier ziemlich im Zentrum und bekämpfen hier gerade einen Gegner auf der linken Seite. Dadurch, dass wir hier eben die Gegner bekämpfen, seht ihr eben, dass es hier relativ viele Schilde auf den Sektoren gibt, die eben eine Art Blockade darstellen, sodass man sich gegenseitig hier nicht mehr angreifen kann. Ihr seht hier sowohl bei den Gegnern als auch bei unseren Sektoren die Schilde. Und das bedeutet halt für uns, dass all diese Sektoren hier im Prinzip nicht mehr verfügbar sind für einen Angriff, weil die eben schon beschildet sind und dadurch geschützt bis zur nächsten Abrechnung. Wo wir angreifen könnten, ist beispielsweise auf diesem Sektor hier. Allerdings ist das eine Gilde, die mit uns befreundet ist. Und hier ist, das gehört zur gleichen Gilde, auch da werden wir nicht angreifen. Und hier oben oder auf dieser Seite geht es eben genauso weiter. Also das sind alles Gilden, die entweder zu uns sich neutral verhalten oder mit der wir befreundet sind. Und deswegen macht es keinen Sinn, dort anzugreifen, weil man sich dann die eben auch zum Feind machen könnte. Rein theoretisch könnte man auch hier noch angreifen auf diesen weißen Sektoren, die wir oder die Gilden, wie hier oben, freigegeben haben. Aber auch das wollen wir nicht, weil wir uns eben hier im Krieg befinden und dadurch eh schon relativ hohe Güterkosten haben und darauf werde ich auch im späteren Verlauf noch eingehen. Es gibt hier eine Ausnahme und zwar diesen Sektor, den können wir tatsächlich nicht angreifen, weil der nämlich kurz bevor der Angriff hier stattgefunden hat, freigegeben wurde. Und es gibt noch eine zweite Ausnahme und zwar könnten wir auch diesen Sektor hier angreifen, obwohl wir eigentlich an den gar nicht angrenzen. Also man kann ja immer nur von Sektoren aus angreifen, die kein Schild obendrauf haben. Das erkläre ich im Detail, wie gesagt, in der letzten Folge. Allerdings gibt es die Ausnahme, dass man das Hauptquartier, dieses Gebäude hier, eben verlegen kann, einmal pro Abrechnung. Und wir könnten das von dieser Stelle auf diese Stelle verlegen. Und das würde bedeuten, dass wir dann auch noch diesen Sektor hier in Reichweite bekommen und den hier auch noch angreifen könnten. Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr könnt nur angreifen Gebiete, die kein Schild drauf haben, Gebiete, die an eure eigenen Sektoren angrenzen, die auch bereits vor der Abrechnung erobert waren, also eben auch kein Schild drauf haben. Und ihr könnt zusätzlich Gebiete angreifen, wenn ihr euer Hauptquartier in die unmittelbare Nähe verlagert. Also hier nochmal das Hauptquartier zum Beispiel. Wir können auch wirklich nur hier angreifen, weil hier sind wieder Schilde drauf, da können wir nichts machen. Eine andere Option wäre, man könnte über diese beiden Sektoren diesen Sektor hier einnehmen. Der grüne Kreis ist ja schon drauf. Und wenn man jetzt sich entscheiden wollen würde, das Hauptquartier hierhin zu verlagern, dann wären noch zwei weitere Sektoren verfügbar, und zwar die beiden hier oben, an die man sonst nicht dran käme. Soweit zu dieser Wiederholung, wo man Belagerungsarmeen stellen kann. Dann möchte ich jetzt mal im Detail auf das Stellen der Belagerungsarmeen eingehen. Ich habe schon mal meine Stadt geöffnet und werde jetzt hier auch auf die GVG-Karte gehen. Ich wähle dazu mal das Industriezeitalter, weil das ein Zeitalter ist, auf dem wir nicht besonders viele Sektoren haben.
und zeige euch jetzt mal hier, wie man eine Belagerungsarmee stellen kann. Und zwar benötigt ihr zuallererst einen Sektor, den ihr angreifen könnt. Nach dem Beispiel, was ich euch gerade an der Jahrhundertwende gezeigt habe, wisst ihr jetzt, dass wir hier eigentlich erstmal keine Sektoren mehr angreifen könnten, weil alle unsere Sektoren beschildert sind. Aber es gibt den Ausnahmefall, dass unser Hauptquartier auf einem dieser Sektoren steht. Und wir können von dem Hauptquartier eben alle Sektoren ohne ein Schild angreifen. Alle an das Hauptquartier angrenzenden Sektoren ohne ein Schild, das bedeutet dieser Sektor von den Friedfertigen oder eben dieser Sektor hier unten von Suicide Squad. Ich öffne jetzt mal den Sektor und ihr seht jetzt diese Ansicht, die ihr auch schon einige Male gesehen habt, wo ich einfach nur so dahin gekämpft habe. Aber hier seht ihr auch schon diesen oberen rechten Bereich, wo da steht eure Belagerungsarmee. Und hier kann man eben eine Belagerungsarmee stellen, um einen Angriff gegen diese Gilde Suicide Squad auszuführen. Wie ihr seht, ist dieses Symbol zum Stellen der Belagerungsarmee ausgegraut. Und wenn man jetzt hier mit dem Mauszeiger drüber geht, dann sieht man auch warum. Und zwar, es sagt einem, dass man nur Einheiten aus dem Industriezeitalter benutzen darf, um eine Belagerungsarmee stellen zu können. Also eine grundsätzliche Voraussetzung, um überhaupt eine Belagerungsarmee zu stellen, ist erstmal, dass man Einheiten dieses Zeitalters hat. Ich kann jetzt hier Einheiten des Industriezeitalters wählen und ihr seht dann, dass dieser Pfeil gelb wird und damit der Sektor angreifbar ist. Man kann auch immer nur eine Belagerungsarmee stellen, sofern diese Kästchen hier alle komplett gefüllt sind. Wenn ihr eine Belagerungsarmee stellt, dann kostet es euch diese Einheiten, also diese Truppen, sind dann aus eurem Inventar verschwunden und stehen dann hier drin. Das werde ich jetzt hier mal machen, allerdings nicht mit diesen Einheiten, weil ich relativ wenig von den Einheiten des Industriezeitalters habe. Und stattdessen werde ich einfach ein paar angeschlagene Agenten benutzen, um das zu tun. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, seht ihr, dass es noch weitere Kosten verursacht. Und zwar braucht man in diesem Fall je 20 Güter dieses Zeitalters, also des Industriezeitalters. In diesem Fenster könntet ihr jetzt eure Vorräte sehen, die ihr in der Gildenkasse habt und wie viel ihr bezahlen müsst. Ihr habt ja eben schon gesehen, dass es 20 sind pro Gut. Und in dem Fenster müsst ihr nochmal bestätigen, dass ihr diese Ausgabe tätigt. Für den Fall, dass ihr nicht genügend Güter in der Gildenkasse habt, könnt ihr an dieser Stelle allerdings auch noch Güter einzahlen oder eben mit Diamanten kaufen. Ich platziere jetzt mal diese Belagerungsarmee. So, und jetzt haben wir hier eine Belagerungsarmee zu stehen. Ihr seht es auch noch hier in diesem Fenster. Nochmal die beiden Voraussetzungen. Man muss eben 8 Einheiten haben aus dem jeweiligen Zeitalter und zusätzlich noch diese Güter. In diesem Fall waren es 20, aber das können auch ganz schnell sehr viel mehr werden. Denn wenn wir jetzt mal in ein anderes Zeitalter gehen, wo wir relativ viele Sektoren halten und ich hier mal die hier drauf klicke und die Armee entsprechend austausche, dann sehen wir hier, eine einzelne Belagerungsarmee würde 440 von jedem Gut kosten. Das heißt, ihr müsst auch wirklich genügend Güter zur Verfügung haben, um Belagerungsarmeen stellen zu können. Ich wollte euch das auch nochmal im Überblick zeigen. Ich bin mal hier auf die Seite des Fandom-Wikis zum GVG gegangen und zwar auf die Unterseite Siege Cost, also die Kosten für die Belagerungsarmeen im Gilde versus Gilde. Und ihr seht hier einerseits die Belagerungskosten für den vierten Sektor, den man angreift. Das sind die 20, die ich euch gesagt hatte. Aber auch andererseits die Belagerungskosten für den 17. Sektor, den man angreift. Das sind die 440, die wir in der Jahrhundertwende hatten. Aber ihr seht, das steigt hier schon sehr, sehr steil an. Denn allein von 4 auf 17 ist es das 22-fache, was das hier kostet. Und das steigt weiter so stark an. Es kommt also sehr darauf an, wie viel Güter ihr in der Gildenkasse habt, was ihr euch leisten könnt, ja?
Das hier sind die Kosten für die normalen Zeitalter. Ich scroll mal wieder hoch, dass es ein bisschen rationaler wird. Das sind die Kosten hier für die normalen Zeitalter. Und ihr habt gleichzeitig die Kosten für das ASA noch. Das sind hier nochmal höhere Kosten. Das Ganze mal 5, weil man hier eben auch nur mit Medaillen bezahlt im ASA. Aber Medaillen sind nun wirklich nicht das große Problem, was man hat in der Gildenkasse. Also es gibt oft medaillenstarke Spieler, die da ordentlich Medaillen spenden können, um im ASA sehr aktiv spielen zu können. Was ich euch an diesem Sektor hier noch zeigen kann, diese Einheiten, die ich jetzt hier reingestellt habe, die sind jetzt an der Stelle erstmal verloren. Das heißt, die sind aus meinem Inventar weg. Wenn die Belagerungsarmee jetzt zerstört wird durch die gegnerische Gilde, dann sind diese Truppen auch weg. Also es ist dann eben wie, als würden sie zerstört sein. Wenn der Sektor allerdings eingenommen wird, dann ist es ein bisschen anders, weil dann ist die belagernde Armee die erste Verteidigungsarmee. In dem Fall sehen wir, die Belagerung davor geschah auch schon mit 8 Agenten. Und diese 8 Agenten wurden zur ersten Verteidigungsarmee. Mal so im Allgemeinen noch, es gibt ja die Belagerungsarmeen und die Verteidigungsarmeen. Das hier sind die Verteidigungsarmeen, abgekürzt auch VA. Und die Belagerungsarmeen, die man reinstellt, um anzugreifen, abgekürzt auch BA, falls euch die Abkürzungen über den Weg laufen. Wenn ihr jetzt aber keine Einheiten aus dem Zeitalter habt, dann gibt es nochmal einen Umweg, was ihr machen könnt. Es gibt nämlich noch die zeitalterlosen Einheiten, so wie Agenten welche sind. Ihr habt ja gesehen, dass ich auch Agenten-BAs gestellt habe und das funktioniert eben auch. Ihr könnt auch generell zeitalterlose Einheiten als BAs stellen. Wir könnten hier jetzt auch die Belagerung stellen mit Militärtrommlern. Dann wird es auch gelb. Oder eben mit Fahnenwachen. Genau, mit Fahnenwachen wird es auch gelb, falls ihr keine Einheiten aus dem Zeitalter habt. In den ganz niedrigen Zeitaltern könntet ihr mit diesen sogar angreifen. Aber hier lohnt sich das nicht. Da gehen die halt zu schnell, wenn die halt zu schnell zerstört. Also ihr bräuchtet auch dann noch Einheiten zum Angreifen, um hier auch wirklich dann noch das Ganze zu Ende zu bringen. Ihr könnt natürlich auch eine Belagerung stellen mit Helden, aber bei Helden ist es ja so, dass ihr Helden aus dem jeweiligen Zeitalter haben müsst. Was gibt es vielleicht noch zu beachten? Um generell eine Belagerung stellen zu können, müsst ihr dieses Recht in der Gildenverwaltung haben, vertrauenswürdig. Ohne dieses Recht könnt ihr keine Belagerungsarmeen stellen. Ich zeige euch das mal. Ihr findet hier unter Global eben das Gildenmenü. Wenn ihr Gildenleiter seid, könnt ihr das wahrscheinlich einsehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eben auch geht bei Nicht-Gildenleitern. Und in eurer Mitgliederübersicht sind hier hinten die Rechte eingetragen und dazu bräuchte es dieses vorletzte Recht, vertrauenswürdige Mitglieder, dass eben Belagerungsarmeen gestellt werden können. Gehen wir wieder zurück zum Industriezeitalter. Hier habe ich ja eine Belagerungsarmee gestellt aus 8 Agenten und das ist eine Belagerungsarmee, die man eigentlich, naja, nicht so gut stellen kann, wenn man auch erwartet, dass diese Belagerungsarmee bekämpft wird. Weil 8 Agenten sind halt schnell besiegt, da muss man nur beispielsweise 8 Artillerie reinstellen und der Gegner kriegt keinerlei Schaden. Anders sieht es aus, wenn ihr eine Belagerungsarmee stellt, die eben auch Schaden machen soll, also die ein bisschen durchhält und die euch ein bisschen Zeit verschafft, dann solltet ihr natürlich Truppen wählen, die ja anders zusammengestellt sind. Wenn ihr zum Beispiel erwartet, dass der Gegner mit Artillerieeinheiten versucht, die Belagerungsarmee zu zerstören, dann könntet ihr mit schnellen Einheiten kontern. Also es gibt immer Kombinationen, die als starke Belagerungsarmeen angesehen werden und als Kombinationen, die als schwache Belagerungsarmeen angesehen werden. So 8 Agenten ist definitiv eine schwache Belagerungsarmee. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr jetzt hier 8 Fahnenwachen drin habt.
oder 8 Trommler. Aber ihr könntet euch zum Beispiel vorstellen, dass 8 Schwebepanzer in der Zukunft eine starke Belagerungsarmee ist, die eben beim Gegner auch entsprechend Schaden in den eigenen Truppen verursacht, wodurch der Gegner dann ab und zu mal die ausgewählten Armeen tauschen muss, um wieder neu angreifen zu können. Und dann steht eure Belagerungsarmee eben ein bisschen länger. Und dieses kleine bisschen reicht euch vielleicht dann aus, um den Sektor einzunehmen. Generell gibt es zu sagen, dass ihr natürlich absprechen solltet, wo ihr belagert. Ihr müsst wissen, wer sind eure Feinde, wer sind eure Freunde, wen könnt ihr einfach mal so angreifen, wo macht es Sinn, Belagerungsarmeen zu stellen, ist es nicht zu teuer eventuell für die Gildenkasse. Solche Aspekte müsst ihr dabei berücksichtigen. Deswegen ganz wichtig, solche Sachen immer in eurer Gilde besprechen und vorher abklären, wer was zu tun hat und was so von einem erwartet wird. So, ich lösche jetzt diese Belagerungsarmee wieder runter, weil mein Ziel hier eigentlich nicht ist, Suicide Squad anzugreifen. Wenn ihr nochmal mehr darüber erfahren wollt, wo ihr überhaupt Belagerungsarmeen stellen könnt, dann schaut nochmal ins letzte Video. Dort kommt auch nochmal zur Sprache, wie man verteilte Belagerungsarmeen stellt. Also ihr könntet, wenn ihr nicht auf der Karte vertreten seid, beispielsweise hier eine Belagerungsarmee stellen und gleichzeitig auch hier oben. Und dann könntet ihr auf beiden Seiten der Karte gleichzeitig landen. Das, wie gesagt, habe ich am Ende meines letzten Videos von Folge 7 angesprochen. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne nochmal rein. Das ist so ein bisschen aufbauend für diese Folge auch, um zu verstehen, wie das mit den Belagerungsarmeen funktioniert. Sonst war es jetzt zu dem Thema Belagerungsarmeen. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, sofern euch das Video gefallen hat. Und solltet ihr auch den Rest meines GVG-Tutorials oder andere Forge of Empires-Videos von mir nicht verpassen wollen, dann abonniert gerne meinen Kanal. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!